Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Projekt, und zwar nennt sich das Ganze Creepy Pod. Das ist ein Minecraft-Projekt mit Mods, mit dem... Englisch Waschbären. Ja, da ist, Au! So, wir haben... Hör mal auf. Ich muss über die Mods Alles reden. Andere treffe ich nur Tischschnitt. Die ganze Krise ich muss ganz kurz über Mods reden. Also, wir haben das Projekt Creepycraft jetzt am Start. Es wurde ja angekündigt. Und zwar fangen wir direkt mal an und zeigen euch mal, welche Mods wir dabei haben. Da haben wir einmal Adventure Backpack, Assembly Mod, Balkans Weapons Mod, Clay Dolls, Clothing Craft, Kainas Wonderful Ones, Dance Oz, Dimensional Pockets, Fairy Lights, Fireplaces, Furnace 3D, Gravity Science, Grimcore, Hamsterific, Hot Water Mod, Inventory Pads, Lucky Block, Masterchef Mod, Minecraft, also Minecraft ist kein Mod, Mode Chickens, Mobs Gun, Open Blocks, Particle Box, Pokeball, Retro Cookies, Security Craft, Stealth Blocks, The Kitchen Mod, The Sabotage Mod, Sirene Mod, Arrow Trails, Too Much TNT, Torch Levers, Torched, Trail Mix, Vending Machine, Water Gun und Smash Pads. Und wir haben natürlich Morph Mod dabei. Wir haben Smorph Mod dabei. Wir haben Damage Indicator. Wir haben Inventory Tools. Wir haben Optifine. Bedeutet, wir suchen. Genau. Und zwar sind wir hier auf einer Map gespawnt. Und ja, den Sieg zeigen wir am Ende des Projekts. Gleich. Hm. Hallo. Okay. Du hockst auf dem Esel. Ja. Ihr seid gute Freunde, nicht wahr? Ich hab den Esel gehauen. So, so laufen wir mal nach hier vorne, ne? Hier vorne ist nämlich ein Village. Da vorne ist normalerweise. Kann ich nur auf den Esel aufsteigen? Einfach mit einer bloßen Hand draufsteigen. Ja. Hä? Guck so? Geht nicht. Bei dir rechte Maustaste. Mach ich doch. Du musst aber. Ja, aber manchmal mag der dich auch nicht. Manchmal mag er dich auch nicht, da hat er keinen Bock auf dich. Blöder Esel. Komm mit. Die mögen mich alle nicht, du erzählst mir irgendeinen Käse. Oh nein! Oh nein! Nein, die mögen mich geh alle auf, nicht. Geh, mach mit der normalen Hand. Du hast ja ein Buch in der Hand. Ach so, meinst du? jetzt bin ich auf dem Esel. Was für auf dem Esel? Ja! Komm, Esel. Seid ihr die Esel, reite! Seid ihr die Könige der Tiere oder was? Auf, Esel, reite! Jawohl, und? Jetzt, komm. Willst du kommen? Ich will erstmal den Esel hier zähmen. So, komm, reite, Esel. Oh, jetzt liebt er mich, der Esel. Guck, jetzt kann ich mit dem Esel. Oder? Jetzt liebst du mich? Drück mal E. Der mag dich wirklich. Ja, hau ab. Komm mit. Ja, wie kann ich denn mit dem jetzt reiten? Der mag überhaupt nicht. Ja, du hast keinen Sattel. Ich hab Mais. Du hast keinen Sattel. Ach so. Oh. Wie komme ich denn hier wieder runter? Einfach Shift. Shift. Nein, okay. Was ihr seht, ich habe überhaupt keinen Plan mehr dafür. Ja, gleich hat gar keinen Plan. Ich hatte deswegen, damals schon wenig Plan, jetzt habe ich noch weniger ist er gleich, Plan. Deswegen ist er gleich entschuldigt bei Noob-Fragen. Ich meine, bin ich von ihm nicht anders gewohnt. Auch schon zu Fortnite. Hier ist Mais für dich. Ich gehe jetzt erstmal da hinten hin und hole mir da was. Mögen Waschbären keiner, aber kein Mais. Ich hole mir jetzt erstmal da hinten was. Da ist ein Dorf. Ja, da ist ein Dorf. Und da sind Weizen, Karotten, Kartoffeln und... Da ist ein Pferd. Und ein Pferd. Da sind noch viel mehr Pferde. Auch gefleckte Ach, Pferde. Übrigens, das Projekt, Leute, das wird... Leopardenpferde. Leute, das Projekt wird übrigens, by the way, mehr, also beziehungsweise 60 Folgen mindestens gehen. Und wie viele Folgen? 60 Folgen. Ist das mit mir abgesprochen? Ja. Bestimmt, oder? Hä? Ja, er gleicht sich auch einfinden, weil Leute, er gleicht ist ein absoluter Noob. Wirklich, ohne Witz. Er ist noch schlechter als in Fortnite. Ja? Wieso gibt's denn hier nichts für mich zu essen? Ah, das sind die ganzen Kartoffeln. Geh weg. Ey, lass mir doch auch mal was übrig. Nein. Ich hab jetzt sage und schreibe zwei Kartoffeln. Waschbären mögen keine Kartoffeln. Toll. Und bin jetzt schon... Warte. Geh mal weg. Komm mal her. Geh mal weg. Komm mal her. Nein, lass mich in Ruhe, du. Komm mal her. Ich hab Brote für dich. Ja, ist ja schön. Du klaust mir die ganzen Kartoffeln hier weg. Hier sind Brote haust für dich. Mich. Hier sind Brote für dich. Komm ich her. Ich mag keine Brote von dir jetzt. Komm her. Sonst stirbst du. Ja, hau mich noch weiter und komm, lass mich Brote. In Ruhe. Hier Brote, komm her. Hier Brote, da. Bitteschön. Ja, ich will es. Muss ja auch für den Waschbären mich kümmern hier. Hinter dir liegen Brote. Hinter dir. Da. Ja, da. Hol dir Brote. Ja. Also Brote so, jetzt bin ich fast tot. Sehr gut. Ich bin fast tot. Sehr gut. Gut.
So, was erzählt ihr mir denn da? So, was erzählt ihr mir denn da? So, was haben die denn? Hier, ey. Wolle für einen Emerald. Oh, 19. Ist gut. Ein Emerald für 7 Melonen. Okay, komm mit. Let's go. Ein Emerald. Wir müssen mal jetzt zu der Stelle kommen. Gleich. Auf. Was denn? Los, ja gleich. Ich habe im Moment noch nichts. Ich habe ganz viel. Wir können Zusammenfeld machen, wenn du willst. Am Anfang. Natürlich, Leute, wir arbeiten jetzt erstmal in den ersten 3 Folgen oder 2 Folgen. Wahrscheinlich schon 2 Folgen. Zusammen. Und danach gehen wir eigene Wege. Na gleich. Was ein Glück. Ja, danke. Du haust mich schon wieder. Vielen Dank dafür. Schön. So, komm mit. Los. Achso, übrigens, wir können ja mal uns zeigen. Ich verklopfe mal die Schaf. So, und tot. Ja, wir können uns in das Schaf verwandeln. Guckt. Das ist ein Schaf. Und dazu musst du dich extra verwandeln, oder was? Ja. Komm mit. Ich will auch ein Schaf haben. Wofür? Für Fleisch. Weil ich noch nicht braten kann, weil ich... Ja, schon wieder. Das Lucky Block. Herr Gleich, ja, das schön, Lucky Block. Very schön. Lucky Block. Ich mach den auf. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Hast du mir schon wieder einen Faden verloren? Herr Gleich, da hinten. Du bist falsch. Hier, Waschbär. Hinter dir. Sorry, bist du blind? Hinter dir! Soll ich schlagen? Ach, bist du blind? Hör auf, mich zu schlagen jetzt. Ich hab eh keine Leben und nichts mehr zu essen. Komm mit. So. Geh weg. Hör auf. Außerdem solltest du mich nicht mit dem Steak totschlagen. Hau ab jetzt. Oh. Komm jetzt, ist ein Lucky Block. Na gleich. Ja. Los jetzt. Ich versuche hier ein bisschen hier. Weizen oder so da, zu bekommen. Da liegen Körner hinter dir. Essen. Komm mit der gleich. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Los, der gleich. Ich bin doch schon auf dem Weg. Ich habe keine Blöcke. Ah. Ich laufe hier vor. Machen wir es mal so. So. Machen wir mal den Very Lucky Block auf. Und? Wow. Toll. 3. Super. Wir haben Pferderüstung bekommen aus dem Lucky Block. Super. Was hast du daraus bekommen? Pferderüstung. Eine Pferderüstung? Ja, super, oder? Ja, ist doch schön. Das sind überall Pferde. Blaubeeren? Hast du das Blaubeeren? Ich glaube schon. So, ich farm jetzt mal Holz. Ich brauche Holz. Du brauchst Holz? Ja. Okay. Nimm mal, ja. Hol dir mal Holz. Ja, weil das wird schon jetzt nach. Wir haben uns toll. Übrigens, beziehungsweise ich habe mir ein Haus rausgesucht, welches ich bauen werde. Ist eigentlich ganz schön. Das ist ja großenteils aus Wolle eigentlich. Innen drin aus Holz. So, ich hol mal eben ein bisschen Holz. So. 2 Mann Holz. Sticks und Schwert und Picke und ich brauche noch eine Axt. Übrigens, Herr Gleich, kannst direkt mal gehen und zwar auf deine Seite. Okay? Ich kann mir jetzt erstmal hier irgendwas farmen, weil ich so. Nämlich ich zahle. Ich habe schon mein Schwert und deswegen werde ich jetzt mal auf Batman-Jagd gehen, also auf Fledermaus-Jagd. Dann haben wir schon Skelett. Ich finde, Skelett sind die nervigsten Mobs überhaupt, oder? Mhm. Für dich? Wie findest du das? Mhm. Mist. Nein. Stirb. Nein. Boah. Okay, hab ihn. Hab Skelett. So. Schauen wir mal. Bei dir ist nämlich die Höhle. Wir sind übrigens, beziehungsweise ich bin mal über die Map geflogen. Und ja, hier, weil wir gleich sind Höhlen. Ist gut. Da ist ein Skelett. Hier hinten ist ein Sumpfgebiet. Ich laufe einfach ein bisschen weiter. Ich suche mal ein bisschen nach Lucky Blocks und ich will nach einer Fledermaus. Das ist ein Slime-Gebiet. Hier sind Pilze. Pilze gleich. Schön. So. Das sind Slimes. Au. Ich bin tot. Fast tot. Ich will nicht der Erste sein, der stirbt. Ja, gleich verkennst du wahrscheinlich eh wieder in seinem Haus, oder? Ich hab noch keins. Creeper. Hab ihn. Sehr gut. So, schauen wir mal. Das ist gut. Super. Ich hasse es. Da ist eine Höhle. Autsch.
Eine Fledermaus. Das ist eine Fledermaus. Autsch. Ich hab keine Blöcke. Das ist Gold. Was ist das? Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Danke. Ich hab eine Fledermaus. Ja, gleich. Jo. Mit der Fledermaus übrigens für die Leute, die es nicht wissen, mit der Fledermaus kann man in Minecraft auch im Survival Mode fliegen. So. Was ist denn da? Ich hab halt nichts. Ich muss mal ganz nach oben. Das ist eine schöne Schlucht hier. Spinne. Ich glaube, ich spinne. So, Holz. Holz. Ich brauch Stein. Uah. Was? Bei mir ist jetzt auch gerade eine Spinne irgendwo. Ich hasse Spinnen und ich hasse Skelette. Stirb. Komm schon. Ich glaube, die Spinne werde ich nicht überleben. Nee? Wo ist sie denn? Warum? Du hast volle Leben. Du wirst nicht überlebt. Da ist sie. So. Ich hab sie. Ich hab einen Faden. Sehr gut. Da kommt die nächste. Ich hab kein Crafting Table. Komm, Spider. Spider. Come on. Ich hab mein Crafting Table stehen lassen. Nächste Spinne. Da ist ein Schwein. Das brauche ich. Zack. Zack. Mehrere Schweine. Da. Das. Und den. Noch ein Schwein. Schweine. Mhm. Da ist ein Creeper in Blau. Schön. Komm. Gunpowder. Hey, ah, übrigens die Gunpowder. Wir haben übrigens Gunpowder erst von der Too Much TNT Mod. Gell er gleich? Kenn ich mich nicht mit. Too Much TNT Mod, auch an dich ja gleich, ist eine Mod, mit der du sehr viele TNTs in diese Welt spawnen lassen kannst. Bedeutet, ja, das. Achso, das war das, wo bei mir dann alles abstürzt. Ja. Beziehungsweise es war da ein komisches Animal TNT. Ja, und das war sogar ziemlich mild. So, wir haben jetzt 12 Eisen. Ich habe keinen Ofen. Ich brauche einen Ofen. Ah! So eine Höhle ist natürlich jetzt Jackpot. Und ich gehe auch nach Lucky. Ich gehe ein Creeper! Was? Und eine Hexe! Creeper und eine Hexe! Verpisst euch! So, perfekt. Haut ab! So, jetzt ich einen Ofen. Oh mein Gott, eine Höhle! Oh mein Gott, eine Höhle! So, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier oben ist hier Kohle. Alter! So, ich muss. Mist! Ich hab keine Kohle. Schnell mal hier durchbauen. Alter, Mist. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Alter. Ich hab. Oh. Alter, das kann nicht sein. Nein! Das ist ja noch ein Creeper. So, so, wir brauchen. Ich hab keine Ahnung, wo ich mein Ei hier auf den gesetzt. Sehr gut, da kann man Eisen braten. Ich hole mir noch mehr Eisen auf jeden Fall, weil ja, ein bisschen Rüstung craften und mein Versuch ist in der ersten Folge bzw. in der zweiten Folge Diamanten zu finden. Nein, was war unser Ziel? Also wir wollten in der allerersten Epoche übrigens, wir machen Epochen mit mehreren Themen, bedeutet jede Epoche hat normalerweise ein Thema bei uns und Diese Epoche versuchen wir dann Lucky Blöcke zu finden. Und also Lucky Blöcke auch selber herzustellen. Lucky Blöcke, by the way, an die Leute, die nicht kennen. Kennst du überhaupt Lucky Blöcke? Nein, also ich habe sie bis jetzt noch nicht benutzt. Du hast mir vorhin was davon erzählt. Also Lucky Blöcke sind, die kannst du mit Gold und einem Dropper craften. Ein Dropper craftest du mit Cobblestone und Redstone. Lucky Blöcke baust du ab und wenn du die abbaust, dann passieren zufällige Events. Wie zum Beispiel TNT oder Kohle. Oder Diamanten, Emeralds, also Smaragde. Auf jeden Fall ganz viele Sachen, ganz viele verrückte Sachen. Da gibt es solche Spielmodi, ne? Ja. Lucky Staircase oder Lucky Race. So, und was bedeutet das alles? Das bedeutet, das ist sogar für Survival eigentlich ganz gut, aber das müssen wir sehr weit abseits von unseren Häusern machen, weil die Lucky Blöcke können sehr zerstörerisch sein. Und zwar
Es ist das, man hat eine Treppe, also eine Treppe aus 64 Lucky Blöcken. Ich glaube niemals, dass wir die zusammenbekommen. 64 Stück. Aber wenigstens, wir machen mal so ein... Wieso kriegen wir keine 64 Stück hin? Weil du musst hier rechnen, dann 64 mal 8 Gold. 64 mal 8 Gold, das schaffen wir nicht in 6 Folgen zusammenzubekommen. Nein. Was? 64 mal, ernst? 64 mal 8, nee, 64 mal 16. Das sind mehr als 600 Gold. Das kriegen wir nicht zusammen. Nein, nicht innerhalb der ersten 6 Folgen. Aber wir versuchen es. Also wir machen jetzt eine Herausforderung, eine Challenge. Wir gucken so viele, wir schauen mal, wie viele Lucky Blöcke wir in den ersten 6 Folgen des Spiels zusammenbekommen. Und damit meinen wir nur die gecrafteten. Genau, nur die gecrafteten. Weil es gibt ja auch Lucky Blöcke außerhalb des gecrafteten, also die stehen einfach irgendwo draußen. Und die kann man natürlich auch nehmen. Aber die Blöcke nehmen wir dann doch eher zum, ja, also die machen wir einfach auf, weil du kannst sie auch nicht mitnehmen. Außer wenn du was ist jetzt der beste Plan eigentlich, um an die ranzukommen? Normalerweise lauter Höhlen suchen. Ich bin gerade in der Höhle, aber mit einer Fledermaus am besten. Ja, gleich. Ja, das sagt er mir jetzt extra wieder. Erkläre vielleicht mal, oder ich erkläre jetzt mal. Also ich hasse diese Fledermaus. Übrigens, heute, Herr Gleich hat vor, mit mir zusammen die Mods ausprobiert. Ja. Ich hasse diese Fledermaus. Warum auch immer, Leute? Er kriegt das nicht. Herr Gleich, ich bin einmal, habe ich diese Fledermaus benutzt und ich habe sage und schreibe 20 Sekunden gelebt, weil ich irgendwo tot oder was? Nein. Was denn? Warum du hast du den Diamanten? Was? Diamanten. Ach so, wegen den Diamanten. Ach so. Ja, die. Nein. Bin irgendwie. Nein, ich hab. Nein, einer ist verbrannt. Was denn? So, egal. Okay, ja, was? So, ja, ich brauche es nicht weiter zu erzählen. So, ja, was ist da jetzt los? Ah, ich glaube, es hier ist ganz viel Redstone. Aber übrigens, Leute, weil er gleich mitgebracht hat, braucht man Diamanten für Mods? Ja, man braucht für Mods eigentlich für, was, für fast alles Diamanten. Ich kann mal kurz gucken. Wir brauchen für sage und schreibe 128 Elemente Diamanten. Übrigens, kleine Spielereien, by the way, an nebenbei. Wir werden uns natürlich nicht ganz in Ruhe lassen in dem Projekt. Natürlich nicht, weil es ist Creepycraft. Ich und er gleich, also ich eigentlich nur, weil er gleich ist, hat sich noch keiner überlegt. Aber ich habe mich schon trotzdem überlegt, wie kann ich ihn gleich sprachlos machen? Das machst du mich jeden Tag. Sehr gut. Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Sehr gut. So, auf jeden Fall möchte ich... Was ist das denn? Irgendein Buch. Nein. Ich hab Gold! Ich hab Gold. Mhm. So, ich brauche jetzt irgendwie. Wie viel Gold sind das? Warte. Ey. Ich kann kein. Oh, nerv das. Das Inventar voll ist, ne? Das kannst du kennen zwischen auch. Oder? Boah. Wie viel Gold? 8 Gold. Also ein Lucky. 9 Gold. Also ich kann schon ein Lucky Block bauen. Ja, ich kann schon ein Lucky Block bauen. Mhm. So, jetzt. Wie ging es hier raus? Ich habe noch kein Gold. Ich kann kein Lucky Block bauen. Ich wüsste eh noch nicht, wie das funktioniert. Das geht über Not Enough Items. Das ist ein Hilfsmittel, mit dem du die Rezepte nachgucken kannst. Oh Mist. Ey. Mist, ich bin tot. Besten Voraussetzungen. Ja, ne? Nein, nein, wie viele Skelette bitte? Ich bin tot. So. Ich muss kurz regenerieren. Ich habe mich eingebaut. Aber ich habe in der ersten Folge Diamanten. Okay. Was? So. Jetzt bin ich am überlegen, wie komme ich denn hier raus? Über mir sind drei Skeleton Chickens, drei Skelette und ein Creeper. So. Wie soll ich denn hier rauskommen, bitte? Gute Frage, ich kann es damit beantworten. Töten. So, ich bin regeneriert mit 3 Herzen. Regeneriert man halt sehr schnell. Boah. Das ist die falsche Richtung, glaube ich. Das ist die richtige Richtung, oder? Ja, sehr schön. So, und let's go. War hier nicht noch irgendwo Gold? Ja, oder?
Ich hab mein erstes Eisen. Yippie-yay. Sehr gut. Creeper schicken. Gold. Ja gut, das Eisen brauche ich ja auch. Ah, Creeper! Creeper! Ein Herz. Creeper. Ich bin raus aus der Höhle. Ich brauche doch eine Eisenspitzhacke, um Gold überhaupt abbauen zu können, oder? Ja. Kann man Gold auch mit Stein abbauen? Nein. Versuch's es. Geht nicht, ne? Nein. Okay, dann würde ich sagen, dann Texte so. Machen wir jetzt mal Folgendes. Dann werde ich jetzt einfach mal hier da in meinem Ofen. So, ich werde mir natürlich ein Loch buddeln. Eisen. So, jetzt essen. Okay, das passt. Schmelzen. Also, hier können wir erstmal unsere ganzen Sachen lagern. Unter anderem auch Gold. Ja. So. Also. Ich brauche drei Eisen dafür. Ich habe vier Diamanten. Perfekt. Das gefällt mir eigentlich. Ich habe vier Diamanten. Ich gehe mal ein bisschen an Lucky Block so. So, und den Rest aus 5 Eisen. Was ist die beste Rüstung, was man aus 5 Eisen machen kann? Helm. Der Helm? Aha. Okay. Du kannst nur Helm oder Stiefel machen. Der Helm ist besser als die Stiefel. Helm kostet 4 Eisen. 5 Eisen. Und Stiefel kosten 4 Eisen. Okay. Ich hab Lucky Block. Very Lucky Block sogar. Okay. Very Lucky Block, das sind die guten. Bist du bei unserer Stelle? Nö. Wo bin ich? Keine Ahnung, das habe ich mir schon gedacht. Woher weiß er eigentlich, wo er ist, aber gut. Ich hab den Spawn-Eier bekommen. Aus dem Lucky Block. Mhm. Das ist nice. Ich bin noch wieder bei uns, oder nicht? I don't know. Also entweder bin ich gerade komplett gestört oder ich bin bei uns. Möchtest du die Frage echt beantwortet bekommen? Von dir bitte nicht. Schade. Oh mein Gott, was für eine große Schlucht. Haufen. Da ist überall. Oh. Wahrscheinlich ist es die, wo ich bin, kann das sein? Nein. Schau dir die für die Schlucht an, bitte. Ich bin bei Koordinate 209, minus 249, minus 600. Woran sehe ich das? Bei dir weiß ich gar nicht. Okay. Normalerweise ist es F3, aber bei dir ist die Taste, glaube ich, belegt auf dem Mitte. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dance Ohr, sehr gut. Oh, wir sind schon bei den 20 Minuten angekommen, Leute. Jede Folge wird ungefähr 20 Minuten lang gehen, ne? Gell, gleich? Ja. Mal ein paar Minütchen mehr. Ne? Ja, ja. Wenn ich auf die Zeit achten. So, dann würde ich sagen, ich verwandle mich jetzt einmal zurück in meine normale Puppe. Ja, wenn euch die erste Folge Creepycraft gefallen hat, dann würde ich mich sehr bei Like, ein Abo und ein Kommentar freuen, wenn wir noch mehr davon machen sollen. Ja, und bis dann noch rein und tschüss.